Das ist nicht Ihr Ernst. Und ob? Aber Eva, Sie arbeiten seit 40 Jahren für uns. Sie sind ein Teil der Familie. Wir brauchen Sie. Dann werden Sie endlich vernünftig. Sie wissen, dass die Manufaktur mein Lebenswerk ist. Ich kann nicht einfach loslassen und sehen, wie alles zur Katastrophe kommt. Auch wenn Sie damit Ihre Gesundheit riskieren, Ihr Leben? Aber begreifen Sie doch, ich kann nicht herumsitzen und alles seinen Gang gehen lassen. Dann müssen Sie auch mich verstehen. Eva, was tun Sie da? Sie wollen nicht auf Friedrich hören, nicht auf Daniel und auch nicht auf mich. Eva, lassen Sie das! Eva! Eva! Eva, bleiben Sie doch mal stehen! Ich habe den ganzen Tag auf Sie gewartet. Das hätten Sie nicht tun müssen. Ich habe gekündigt. Eva, Sie wissen ganz genauso gut wie ich. So einfach geht das nicht. So. Ja, Sie können doch nicht nach 40 Jahren einfach gehen. Doch, ich kann. Eva, ich werde mich wirklich nicht überlasten. Nur ab und zu mal nach dem Rechten sehen. Das sagten Sie bereits. Können wir nicht noch einmal in Ruhe darüber reden? Wenn Sie Ihre Meinung nicht ändern, brauchen wir auch darüber nicht mehr zu reden. Eva, ich habe durchaus das Recht, nach 40 Jahren meine Mitarbeiterin angemessen zu verabschieden. Mit einem gemeinsamen Abschiedsessen. Dass ich dann kochen soll? Nein, natürlich nicht. Ich lade Sie heute Abend ins Lanzino ein. Meinetwegen. Eva, da sind Sie ja. Um Gottes Willen. Was? Um Gottes Willen? Sie sehen großartig aus. Sie sehen ja auch nicht schlecht aus. Na, das ist ja selbstverständlich, wenn ich Sie heute Abend zu unserem... Geschäftsessen. Ja, natürlich, zu unserem Geschäftsessen einlade. Ich wollte Sie eigentlich abholen, aber ich finde meine Brieftasche nicht. Vielleicht wissen Sie, wo sie ist? Ich könnte Ihnen ja helfen. Ja. Ja, aber wie Sie wissen, arbeite ich nicht mehr hier. Na gut, natürlich. Ich werde Sie schon finden. Tobias wartet mit der Limousine. Ja, ich habe ihn gebeten, dass er uns fährt. Also, was ich jetzt tue, das tue ich nur, damit Tobias draußen nicht erfriert. Oh ja. Verstanden? Ja, natürlich. Mhm. Ihre Brieftasche ist vielleicht da, wo sie meistens ist. Und wo ist das? Na, hier. Ach, Eva. Wenn ich Sie nicht hätte. Gehabt hätte. Ja, natürlich. Wollen wir? Wir wollen. Und? Haben Sie schon gewählt? Das war ganz einfach. Das sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Haben Sie schon gewählt? Ja, also ich nehme als Vorspeise die Forellenfilets und dann den Zwiebelrostbraten mit Rösti und zum Dessert
Mousse au Chocolat. Der Herr für Sie? Mir bringen Sie bitte als Vorspeise die Minestrone und zum Hauptgang einen gemischten Salat mit Sojasprossen, leichten Vinaigrette und als Nachtisch einen frischen Obstsalat. Ja. Herr Grafenberg, wollen Sie mich milde stimmen, indem Sie sich nur Rohkost bestellen? Aber natürlich nicht. Ich wollte nur versuchen, Sie zu überzeugen. Ach, auf einmal. Wissen Sie, ich weiß ganz genau, was hier gespielt wird. Aber Eva, ich wollte nur eine entspannte Atmosphäre schaffen, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Ich mache mir Sorgen um Sie, ernsthafte Sorgen. Und da hilft auch keine entspannte Atmosphäre. Sie haben recht. Wenn das Ihrer Familie egal ist, bitte sehr. Aber ich möchte nicht an Ihrem Grab stehen, bloß weil Sie sich überarbeitet haben. Eva, das werden Sie nicht. Das verspreche ich Ihnen. Sie sollen mir nichts versprechen. Sie sollen mir nur erklären, warum Sie das tun müssen. In der Firma arbeiten gerade Sie. Sie sind eine harte Verhandlungspartnerin. Ich hatte einen guten Lehrmeister. Also, warum müssen Sie das tun? Und sind Sie jetzt fertig? Ja, fix und fertig. Dann fasse ich mal zusammen. Sie wollen erstens Annabelle stoppen. Zweitens Annabelle stoppen. Drittens Annabelle stoppen. Damit sie nicht die Macht in der Firma an sich reißen kann. Eva, Sie können mir glauben, dass es mir bestimmt keinen Spaß macht, mich gegen die eigene Schwiegertochter zu stellen. Aber Sie haben die Situation ziemlich exakt beschrieben. Wenn noch ein bisschen verkürzt. Und als Ausgleich für diesen Stress wollen Sie gesund essen, regelmäßig Ihren Arzt besuchen und dreimal in der Woche mit mir einen Spaziergang unternehmen. Wobei ich mich auf den dritten Punkt am meisten freue. Schmeichler. Das ist wahr. Und? Was sagen Sie nun? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glauben soll. Eva, was soll ich denn noch tun? Nichts. Wie? Nichts? Ich bin einverstanden. Sie sind einverstanden? Und Sie werden nicht wieder kündigen? Nein. Bitte, den Champagner. Haben Sie das arrangiert? Ja, Eva. Und ich muss gestehen, dass ich durchaus die Hoffnung hatte, Sie umzustimmen. Das ist sehr schön. Auf unsere Zusammenarbeit? Ich wünsche eine gute Nacht. Gute Nacht, Tobias. Es war ein sehr schöner Abend. Das war es wirklich. Dank meiner wundervollen Begleitung. Der Wein, die Musik, das Essen. Der Rohkostsalat.
Niemand hat sie gezwungen. Das nicht, aber sie haben sich sehr versöhnlich gezeigt. Sie meinen, ihre Taktik ist aufgegangen? Das will ich wohl meinen. Ich kann Ihnen aber versichern, es lag nicht am Rohkostsalat, dass Sie mich umstimmen konnten. Und ich würde Sie gern in Zukunft öfter umstimmen müssen. Das würde ich mir gern gefallen lassen. Frieren ja. Warten Sie. Nein, nein, nein. Kommt gar nicht in Frage. Sie holen sich ja den Tod. Sie machen sich wohl immer Sorgen um mich. Berufskrankheit. Inzwischen bin ich erwachsen und kann allein für mich sorgen. Da wäre ich gar nicht so sicher. Die Frage ist nur, ob ich das will. Ich glaube, wir sollten jetzt uns trennen. Sonst sind wir morgen wirklich beide krank. Ja, wahrscheinlich. Haben Sie ja. Und außerdem sehen wir uns ja morgen schon wieder. Gott sei Dank. Also, dann. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich ganz offen vor Ihren Augen einen guten Tropfen trinken darf. Ach, ist mir da etwas entgangen? Oh, hätte ich jemals gewagt, Sie zu hintergehen. Können Sie sich vorstellen, dass wir in Zukunft etwas mehr Zeit miteinander verbringen? Seit 40 Jahren sehe ich Sie jeden Tag in meiner Küche und überall sonst im Haus. Ich meine, mehr Zeit kann man doch wohl nicht miteinander verbringen. Eva, Sie wissen, was ich meine. Ja, was denn? Zum Beispiel gemeinsam die Freizeit gestalten, in den Zoo gehen. In den Zoo? Ja, oder zusammen in den Urlaub fahren. Aber wissen Sie, was wir jetzt als erstes machen? Wir werden uns duzen. Duzen? Wie? Ja, Eva, nach 40 Jahren. Ja, eben. Seit 40 Jahren nenne ich Sie Sie. Na gut. Ich heiße Werner. Ja. Ich heiße... Das wissen Sie doch. Ja. Es gehört doch auch noch... Ja, ich glaube, das tut es.